Seit etwa 7 Monaten kennen ja die Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt nur eine Richtung, nach oben. Getreide, Zucker, Fleisch, Milchprodukte, das alles kostet auf Rekordniveau. Und die Unwetter in Australien und den USA, unter denen die Landwirtschaft stark gelitten hat, die dürften die Probleme noch verschärfen. Dieser Fresskorb hier, den wir mal beispielhaft gefüllt haben mit Gemüse, da vorne liegt noch Schweinefilet, Salat und Brot, der ist innerhalb eines Jahres spürbar teurer geworden. Wie viel wir dafür in Deutschland zahlen im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, das verrate ich Ihnen gleich nach dem Beitrag. Aber die Lebensmittelerzeuger, die finden, dass wir in Deutschland noch sehr gut wegkommen mit den aus ihrer Sicht sehr maßvollen Preissteigerungen. Für viele Verbraucher ist die Schmerzgrenze erreicht. Sie spüren bei jedem Einkauf, wie alles teurer wird. Und tatsächlich, die Lebensmittelpreise sind um 12,5% gestiegen in den letzten 5 Jahren. Markt hat eingekauft. Manche Produkte haben im letzten Jahr ordentlich zugelegt. Kohl plus 27,4%, Tomaten plus 52%, Paprika plus 41%, Fleisch plus 0,8%, Brot plus 1,1%. Doch nicht nur für den Verbraucher heißt es mehr bezahlen. Auch die Hersteller von deutschen Lebensmitteln müssen tiefer in die Tasche greifen. Markt hat Bäckermeister Bachhausen besucht, Gemüsebauer André und Schweinebauer Tölkes. Wir zahlen also heute im Februar genau das Doppelte wie letztes Jahr im August für unseren Weizen. Und wenn man den Fachzeitungen Glauben schenken darf, dann wird nur noch 3% an der Börse in Chicago für wirklich Nahrungsmittel gehandelt. Alles andere sind Kontrakte, sind Broker, sind Händler, die mit Zockerei ihr Geld dort verdienen. Zurzeit an deutschem Gemüse ist nicht viel Ware da durch den starken Winter. Und jetzt zu der Jahreszeit gibt es sowieso nicht so viel außer dem Lagergemüse. Dementsprechend ist der Preis recht hoch. Wir haben zurzeit kein Einkommen oder keine Gewinne, weil wir halt die hohen Futterpreise bezahlen müssen. Und das ist zurzeit der Ackerbau, Getreidebau und der Spekulant an der Börse verdient Geld. Im Gegensatz zu den Verbrauchern sehen die Erzeuger die Lebensmittelpreise in Deutschland als äußerst moderat an. Wir haben seit jeher ein sehr, sehr niedriges Preisniveau für Lebensmittel in Deutschland. Das resultiert aus dem unglaublich harten Wettbewerb, den wir vor allem auf Handelsebene haben. Und das wirkt sich aus natürlich auf die Hersteller, das wirkt sich aus auf die Landwirtschaft. Und vordergründig, oder zunächst einmal, profitiert der Verbraucher davon. Aber ich sage ganz bewusst vordergründig, denn es kann nicht sein, dass das Preisniveau so niedrig ist, dass insbesondere die kleinen und mittelständischen Hersteller zunehmend Schwierigkeiten haben, damit auszukommen. Beispiel Stadtbäcker Frank Bachhausen. Er hat 18 Filialen, 140 Angestellte. Ein typisch mittelständischer Betrieb. Frank Bachhausen hat seit dem Sommer 2010 massive Probleme. Die Handwerksbäcker in Deutschland arbeiten ja mit ungefähr 50% Lohnkosten. Das heißt, wenn der Verbraucher 1 Euro zu seinem Bäcker in den Laden bringt, gehen rund 50 Cent davon allein in Löhne. Und wenn jetzt unsere Rohstoffpreise auch noch explodieren, dann stoßen wir an Grenzen, wo wir dann Preise nehmen müssen, wo absolut unsicher ist, ob wir die am Markt durchsetzen können. Und wenn wir dann gezielt oder massiv Kunden verlieren, dann sind natürlich auch die Betriebe in Gefahr und die Arbeitsplätze. Bäckermeister Bachhausen arbeitet zurzeit finanziell am Limit. Über kurz oder lang wird er seine Preise erhöhen müssen. Noch kostet ein Pfund Brot hier 2,30 Euro. Viel zu wenig. Wir müssten auf dem derzeitigen Preisniveau normalerweise rund 15% mehr nehmen. Das sind in Euro bei einem 500 Gramm Brot rund 20, 25 Cent. 25 Cent mehr für ein Brot heißt am Ende 2,55 Euro im Laden. Beispiel Gemüsebauer Willi André. Zwischen 5 und 20 Angestellte beschäftigt er je nach Saison. Bauer André bewirtschaftet 50 Hektar für Gemüse aller Art. Derzeit ist Kohl gefragt. Wir hatten einen nassen, kühlen Herbst. Die Erträge allgemein sind sehr niedrig. Also man hat ca. 20-30% unter dem normalen Ertrag. Von daher ist relativ wenig Ware ins Lager gekommen, ins Kühllager. Dementsprechend gibt es natürlich dann im Moment etwas höhere Preise, weil die Menge, die verfügbar ist, zu niedrig ist. Seine Produktionskosten für 1 Kilo Kohl liegen bei 48 Cent. Einen großen Teil davon für Transport und Verpackung, auch für Energie und Löhne. 12 Cent macht er derzeit an Gewinn.
Also wir haben zum Beispiel 2009 ein Jahr gehabt, wo die Preise viel zu niedrig waren. Wenn ich dieses 2009er Jahr wieder ausgleichen möchte, muss ich natürlich in 2010, in einem guten Jahr, entsprechend mehr bekommen, um 2009 wieder ausgleichen zu können. Weil oftmals passiert es auch, dass wir unter den Entstehungskosten vermarkten müssen. Schweinebauer Heinz-Wilhelm Tölkes. 175 Sauen hat er im Stall. Seine Schlachtpreise sind jetzt fast wieder so wie vor dem Dioxinskandal. Doch das ist zu niedrig, um Gewinn zu erwirtschaften. Die Ferkel, wenn wir die zukaufen, kosten uns 65 Euro. 80 Euro müssen wir zurzeit dank des hohen Weizenpreises für Futtermittel bezahlen. Der Stall kostet uns jeden Tag Geld. Wir kommen ungefähr auf 176 Euro pro Schwein. Wir bekommen aber nur 142 Euro zurzeit. Macht ein Minus von 34 Euro pro Schwein. Bauer Tölkes lebt derzeit von seinen Rücklagen. Man kann das nicht auffangen durch weitere Rationalisierungsmaßnahmen, durch weitere Einsparungen. Das geht nicht. Es muss an den Verbraucher weitergegeben werden. Wer die gestiegenen Herstellerkosten weitergibt, wer die Preise im Laden macht, ist der Lebensmittelhandel. Es ist zu erwarten, dass sich der Trend einer moderaten Preissteigerung, möglicherweise auch überproportionalen Preissteigerung, wie in den letzten Jahren fortsetzt. Allerdings wird es keine riesigen Ausschläge geben, einfach deshalb, weil der Wettbewerb den Verbraucher hier vor sehr massiven Preiserhöhungen schützt. Der Handel tendiert natürlich dazu, die Preise möglichst niedrig zu halten. Und das hängt wiederum auch wiederum mit dem überaus starken Wettbewerb zusammen. Wir haben in Deutschland in der Handelslandschaft 5 große Handelsunternehmen, die jetzt knapp 80% des Marktes ausmachen. Und wenn man auf Handelsebene den Wettbewerb hauptsächlich über den Preis führt, dann hat das Auswirkungen. Auswirkungen besonders auf die Qualität. Immer mehr Verbraucher bevorzugen mittlerweile regionale Lebensmittel aus Deutschland. Aber wie steht es um die Qualität beim Import? Wir werden manchmal von ausländischen Unternehmen angesprochen auf die Preissituation im deutschen Markt. Und da wird uns gesagt, wir liefern nicht mehr nach Deutschland, wir kriegen unsere Preise nicht. Aus Italien waren es die Tomaten. Da wurde mir gesagt, also die erste Qualität liefern wir nicht nach Deutschland. Und die zweite auch nicht, die dritte dann. Der deutsche Verbraucher wird es entscheiden. Will er künftig mehr bezahlen? Immerhin gibt er nur 11% seines Einkommens für Lebensmittel aus. Im Vergleich, Franzosen und Italiener liegen bei fast 20%. Ja, und auch für unseren Lebensmittelkorb hier zahlen wir in Deutschland am wenigsten. Bei uns in Deutschland kostet der, so wie er hier steht, 12,79 Euro. In Frankreich sind es schon gut 80 Cent mehr, nämlich 13,60 Euro. Und in Belgien sogar, das finde ich ist ja echt der Hammer, 18,07 Euro. Das sind gut 40% mehr. Interessant auch, die tatsächliche Preissteigerungsrate lag im letzten Dezember bei 1,7%. Die gefühlte Inflation, auch nach der wird ja immer gefragt, die lag dreimal so hoch bei 5,4%.